So, nee. Hab jetzt T gedrückt. Hey V, what's happening? Bug, listen. I got some useful footage from Konpeki Plaza. It's a brain dance. Konpeki? Oh, thought as much. Someone there with you? An important bug. Please focus. Need your help. Got no clue what I'm supposed to look for once I'm in. All right, see if I can walk you through it. Jacking into your tech now. You've got to give me access. Opening port 1779. Secure protocol? Good, I'm going in. Should be getting my request now. Got it. You ready? A millisecond. Okay, connection confirmed. Now some quick tip ice and we're clear. Ready to dance. Fire her up, Judy. All right, V, eyes open. Gotta find out where Yurinobu is keeping the relic. You look like a cut of fuckable meat, are you? Evelyn, she... I felt her fear. Sure got it under control quick, too. I said no. They'll have my head for this. Then, you shall perish for a good cause. But, Make yourself comfortable. I need a minute to... Listen in on that conversation, V. Could be something important. Okay, wie ging das? Moment. Nicht mit Shift? Finish. Hallo. Ach so, erstmal in den... Okay. Ja, Moment. Er redet. Here in a drone. Ventilation and cooling. Servers. Gotta be. Fancy doodads in here need to be controlled. Okay. I need a minute to finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Please speak with your father. He's taken a particular interest in this project. He can certainly explain the risks. My father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change and he'll live forever in his tiny frozen bubble. I should not even be listening to such things. We'll listen to this. Saburoi is an adult despot, utterly removed from reality. Stuck in some fossilized vision of a world that no longer exists. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we want now. Read the documentation carefully. The relic requires specific storage conditions. You must provide them. Heard that? Relic docks gotta be around here somewhere. Look for them. Okay, aber ich hab nur diesen Bereich, ne? Scanne das Sicherheitsapartment. Das ist so andersfarbig, aber das scheint ja... Ja, was soll ich denn scannen? Hier ist doch nichts. Ist die Geräuschkulisse? Scanner PDA auf der visuellen Ebene, wenn es eingeschaltet ist. Auf der visuellen Ebene. Ist das jetzt die visuelle Ebene? Sorry to make you wait. Business. Can't be stupid. It wasn't long. Not even long enough for me to grow bored. Is everything all right? You seem tense. Edgy. A moment. It will pass. I can get to work on that. Just one condition. You wish to make demands of me.
Only one. Focus. On me. Oh, got any candy left? Stuff was pretty fun last time. Bedroom. Nightstand. I've got an idea. Be right back. Very nice. But come here already. Just a sec. Looking for the perfect thing. Ah, you'll like this. Tja. Hier kann ich auch nicht scannen, ne? Warikome. I miss this. You. I know. Ja. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist hier irgendwas wegen dem privaten Raum, aber. Dafür war das jetzt mit R, glaube ich, wieder zum Anfang, ne? Moment, das Sicherheitssystem könnte natürlich jetzt auch mit gemeint sein, wenn sie reinkommt oder so. Den kann man nicht scannen. Okay. Warum nicht? I said no. They'll have my head for this. Then you shall perish for a good cause. But make yourself comfortable. I need a minute to finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Ja. Please speak with your father. He's taken a particular interest in this project. He can certainly explain the risks. My father's a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change and he'll live forever in his tiny frozen bubble. Hier ist ja auch nichts, wie sie jetzt steht. You will listen. Savoy is an adult despot, utterly removed. Was from ist denn ein PDA? Stuck in some fossilized vision of a world that no. Moment. Sag bloß, die meinen das Telefon damit. Daten? Nee. Das war jetzt. Das war jetzt nur wegen der Signalreich. Ach, toll. That no longer exists. Of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we want now. Read the documentation carefully. The relic requires specific storage conditions. You must write them. Enough. Das ist aber ein normales Telefon, das ist kein PDA. Was zur Hölle ist ein PDA? Business. Can't be sensitive. Bei dem Bildschirm haben wir ja eben schon gescannt. Ja, das wird auf, ja. Senderkühlsystem. My father is a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change. Ich verstehe es jetzt gerade wirklich nicht. Also, scanne das PDA auf der visuellen Ebene. Ich nehme an, dass das hier jetzt die visuelle Ebene war. Ich weiß es nicht mehr. Das soll ich ja eigentlich als nächstes machen. Aber was zur Hölle ist das PDA? Weil das Einzige, was eingeschaltet ist, ist das Telefon. Das haben wir ja schon gescannt. Und hier dieses Ding hier, der Monitor. Den haben wir ja auch schon gescannt. Deswegen verstehe ich das jetzt irgendwie nicht. Dann steht da noch optional, scanne das Sicherheitssystem des Apartments. Ich nehme an, dass da irgendwelche Kameras oder so mit gemeint sind.
die wir aber auch jetzt nicht haben. Hier ist ja jetzt auch nichts in dem Ding drin. You look like a kind of fuckable meat, are you? I said no. Hä? Jetzt komme ich ja nicht rein, weil die Tür zu ist, oder was? Und auch wenn sie hier vorne steht, dann hat sie ja auch nichts, was sie da irgendwie scannen kann. Ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass sie mit Sicherheitssystemen das meinten, wo die hier dran war. Aber da hat sich ja auch nichts getan, wo die hier gestanden hat. Was ist denn das hier? Aber auch nichts, was man irgendwie nutzen kann. Wieso kann ich mich jetzt hier... Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Weil das kann ich auch nicht scannen. Very nice. But come here already. Just a sec. Looking for the perfect thing. Ah, you'll like this. Tja. Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Ach, ich kann jetzt noch nicht mal bei mir reingehen. Tja. Entweder stehe ich hier sowas von total auf dem Schlauch. Oder ich weiß auch nicht. Also, was ist das hier? Okay, das kennt sie aber auf jeden Fall auch nicht. Also das kann es auch nicht sein. Tja. Nee, also keine Ahnung. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Moment. Visuelle Ebene. Ach, ich bin ja auch so doof. Das steht oben links. Ach, das habe ich jetzt aber lange für gebraucht, um das jetzt herauszufinden. Ich weiß aber immer noch nicht, was ein PDA ist. Ich nehme mal nicht an, dass der die Zeitschrift hier meinte. Okay. Loaded. Safety's on. Good to know, though. Once you're in there, don't forget about that iron. Aber das ist was anderes. Das war doch der PDA. Wollt ihr mich verarschen? Warum hat das denn vorhin nicht funktioniert? Hat das jetzt gereicht? I missed this. You. I know. Biochip-Lagerin, Kryokoffer, Ende der Aufnahme. Ich habe das doch jetzt gescannt. Reicht das jetzt? Anscheinend nicht. Hä? Wie lange soll ich das denn scannen? Ach so.
Equipment. Kann ich dann auch Pause drücken? Na, ich kann auch Pause dabei drücken. Okay. Relic needs to be kept real cool. So, Chip's gotta stay in the freezer. Yep, could damage it otherwise. Okay, switch on thermal layer detection in the editor. Should be easier to spot where your Nobu's keeping the chip. Das heißt jetzt was? Ach so, Thermalebene ist dann... Okay. Er muss kühl gelagert werden, ja. Das heißt was? Das sind natürlich alle die, wo jetzt kein... wo das Licht jetzt nicht so kommt, das ist klar. Also wo es nicht so hell ist. Ja, ist ja gut. Ich tippe jetzt mal eher auf links irgendwo. Da, wo sie gewesen ist, hier. Das tut so in den Augen weh, ne? Moment, dahin? Da hinten ist es kühl. Oh, Donaghy's. Looks like Mr. Arasaka had something to celebrate. Really think you'll find the chip in there? No way. Temp's too low. Could fluctuate. Nice try, though. Hätte ja klappen können. Kühlschrank? Just a fancy ass fridge. Tip doesn't match the guidelines. Won't find a thing here. Keine Ahnung, was das ist. Ist echt ein Katz- und Maus-Spielchen hier. Das ist wahrscheinlich zu warm. Okay, also zu hoch dürfen wir nicht gehen. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Was ist denn hier? So. Sonst haben wir ja aber nichts mehr, oder? Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dieser Kram hier, der langweilt mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich, weil, ja, wenn es jetzt wenigstens noch was wäre, wo man was sehen könnte, wo man sich die Augen nicht so kaputt machen würde und so, ne, dann wäre es ja noch was anderes, aber so, ich meine, abgesehen davon habe ich jetzt auch wieder etwas länger gebraucht, um überhaupt da drauf zu kommen. So, Moment. Hier kann man auch nicht... Nö. Kann man was anderes hier noch einscannen? Make yourself comfortable. I need a minute to finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it to market as is. We shall see. Moment, was ist das jetzt? Right. Grab the heat sig. Matches the spec in the docks. Ah. Yorinobu's got the case here. Guaranteed. Mm-hmm. We got it. Good work. Looks like we got everything we need. Quit out of the editor. Boah, war das jetzt eine schwere Geburt, ehrlich. Get everything you need? Yep.
That'll do. Thanks, Judy. We got it. Later, T-Bug. Nice work today. See you soon. I'll wipe the cache and your data. You were never here. Sowas höre ich immer gerne. Keep it. I'll put it on Ev's tab. Portable device for handling BDs. I already uploaded your calibration settings. Not as sophisticated as what we got here, but should do the trick. And it keeps you out of harm's way. Clever. Speaking of harm's way, know what I see looking at you? Walking, talking corpses. We needed that recording, Judy. BD practically does our job for us. The BD will be the death of us. Seriously. If Arasaka finds out you have it, you're dead. I'm dead. Judy, relax. Nobody will ever know. Evelyn, please. No shortcuts. You go that route, City'll always win. So be careful. Of course I will be. Besides, we'll talk in a bit. Ja. Let's walk. Dann geh doch mal ein bisschen schneller hier. Ich kann nicht langsamer. Well, what do you think? Tja. Think I see how you know so much about Yorinobu. It's simple. Men like pillow talk a bit too much. So it's just about the sex? Biz. And biz only. You're sure Yorinobu doesn't expect this kind of move from you? He's got no idea. Trust me. He's too busy with Netwatch to give me that kind of attention. Besides, even if some suspicion takes root in his mind, it shouldn't matter. He won't react in time. And that's something you'll handle, right? So, what now? V, do this job for me. I mean me alone. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No Dex. Okay. Well, what do you think? Ja, er vertraut mir, das ist das Problem, ne? Und alle haben gesagt, ich bin tot, wenn da irgendwas schief läuft. No fucking way. Dex took a leap with me. He trusts me. Now I'm doing the same. 50%. With cred like that in your account, you won't need Dex for anything. No, Evelyn, it's not just about the money. I thought you were a merc. I thought it was always about the money. Not behind the back of someone who trusts me. Sorry. Fine. I never asked. But V? Hmm. I just hope you're as good as you are naive. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. Good luck. Now go. I need a few words with Judy. Okay. Ja, ehrlich gesagt. Turns out Evelyn's recording from Compeki was worth our time. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. And the flathead? Nothing yet. On it now. T-Bug says no chance at that chip without that bot. To work then, Miss V. Ja, also ich hoffe jetzt wirklich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, aber ich erinnere mich dann immer wieder daran zurück, dass ich natürlich die Nomaden gewählt habe. Und bei den Nomaden heißt es wirklich Wahrheit und Vertrauen. Ja, und ich meine,
alle haben mich auch vor ihm gewarnt, ne? Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob es richtig war, was ich jetzt geantwortet habe, aber ich hoffe es einfach mal. Ich würde auch sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, nachdem ich da fast eine Stunde lang rumgemacht habe an diesem Kapitel. Kann es auch sein, dass ich das Ganze in zwei Teile splitte, muss ich mal schauen, weil es doch extrem lange geworden ist. Ich sag einfach mal, bis zur nächsten Folge, wenn ich das richtig sehe, uns erst mit Jackie treffen und uns dann bei der Agentin melden. Bis dann. Ciao.